Hey ho, ich bin heute in einer großen Fabrik. Also, es war mal ein. Ja, da wurde Eisen gegossen. Dann auch irgendwie umfunktioniert. Also, auf jeden Fall stehen hier eine Menge Autos und das ist ohne Scheiß jetzt mit einer der besten Locations, die ich je gesehen habe. Leider Gottes wird sie dann, wenn das Video öffentlich ist, schon abgerissen sein. Also, entweder ich oder die anderen Urwechsler, die hier mit reinkommen, werden die Letzten sein, die die Location noch sehen können. Gut, ich will euch nicht so viel vorenthalten. Was wir so sehen können. Wir sehen Autos vom Typ Volvo, Volkswagen. Tatsächlich auch noch ein Trabi ist auch mit dabei, oder? Wartburg, ja. Alles so ungefähr von demselben Jahr oder derselben Jahre. Und gerade deswegen ist es so spannend zu wissen, was es genau gewesen ist. Bei dem Auto hat sich natürlich schon einer am Motor bedient. Also, leider Gottes abgerockt in der Sache. Dorian Sharp behält sie. Und das ist so übelst geil, Lost PKW zu sehen. Das Pappauto ganz in seiner natürlichen Art. Ich weiß es nicht, ob das ist ein 600er könnte sein. Es gab ja einen Spruch beim Trabi. Der Trabi 601, da konnte man, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Scheibenwasser in das Auto machen. Und da gab es den Spruch, 600 Raten und einer Person die fährt. Auch noch mit übelste, geilste ever, ist meine Heimat und Geburtsstadt. So, Halle. Okay, das war mal ein schöner Blick durch die Halle. So, und da werdet ihr es gleich auch noch sehen. Buntglas. Ja, sowas. Das haben nicht alle entdeckt. Weil sonst wäre es hier schon richtig böse demoliert. Kleine Versorgungsraum. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt zum zweiten Mal in der Location. Unheimlichen Dank an Steffen und an Mary, die mir die Location gezeigt haben. Wir sehen können sie entschieden. Hier wollen wir trennen das Eisenerz. Safe, definitiv. Mit dem kurzen Teil wird es bewegt. Ja,
Kilo, die Abfertigungsmasse halt, der Matter, im Durchschnitt, keine Ahnung, was das heißt. Schreibt euch das mal bitte unten drunter, wenn ihr es wisst. Die Werksnummer und von wann das gewesen ist. 1991. Und daraus ergab sich eine Bilanz von 461.443 Kilo. So. Und hier können wir mal sehen, was eine Firma, also hier können wir mal sehen, was diese Firma innerhalb von einem Monat produziert hat. Fast eine halbe Million Kilo. Und umgerechnet sind diese 461.443 Tonnen Kilo 461 Tonnen, 461 Tonnen Leistung, Effizienz, das in meinem Monat. Die haben hier, Wahnsinn. Eisen, so schwer wie das ist. Gegossen. Wow. Und das mal auf ein ganzes Jahr hochgerechnet. Dass die weg sind. Dass die Firma seit Anfang der 90er und das Blazes ist, schon erstaunlich. Nicht gedacht. Also, die Firma ist doch schon seit Anfang der 90er zu. Das haben wir schon herausgefunden. Anhand der Produktionsbilanz. Ich habe jetzt mal so ein bisschen weiter geschaut. Die Produktion, die hat immer mehr nachgelassen. Und da denke ich mal, dass die Firma wegen Ineffizienz dann schließlich pleite gegangen ist. Ja. Bist du schon da oben gewesen? Doch, bin ich gerade. Meine Treppe schloss fast ein. Du siehst es. Mhm. So, die Frage ist, was erkennt man jetzt hier? Ja, ist nur so ein, ich weiß nicht. Was ist denn das da oben? Du kommst da gar nicht hin. Holz? Oder was? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Hm? Ich weiß nicht. Ich will mit dem Anfang. Dann lass es. Seid. Ich krieg nichts aus dem Staub. Ich hau noch zu sehr. Manu meint, es riecht nach Honig. Ich meine, es riecht nach Staub und es riecht sehr eklig. Ja. Ich probiere es mal. Nee. Was? Gehen Sie nach unten. Wie? Gehen Sie schon hin. Gehen Sie nach unten? Ja. Das heißt, ich breche mal rein. Ich habe jetzt noch ein bisschen... Was zeigen, bevor ich den Sittich meines Lebens mache? Eine Stufe brauche ich noch. Hier ist anscheinend nichts. Doch, da hinten sehe ich irgendwas ruhig. Man hat schon gesagt, die Stufen dehnen sich nach unten. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, bis hier den übelsten Abgang zu machen. Hier haben wir einen Bart Simpson. Keine halben Sachen. Also wirklich, wenn du das siehst, der das gemacht hat, ey. Hier wollen doch die Zahnräder. Diese kuriosen, leichten Zahnräder. Und die
Ich suche mal jetzt mal. Mega leicht. Die bestehen nicht aus Metall. Die sind so ein bisschen Plastik und auch holzähnlich. Ich kann schwer sagen. Ja, Kunststoff trifft es eigentlich eher. Also. Jetzt kommen wir in eine kleine Halle. Ach, da hinten ist auch noch ein Auto. Ach, da hinten ist auch mehr. Das kann man nicht vergessen. Das gesamte Gebäude ist so riesig. Das denkt man gar nicht mal. Das, was man hier hinten sieht. Oh, ich dreh mal. Das war hier die Lagerhalle. Natürlich sogar noch mit zwei Highlights, die ich jetzt hier an Ort und Stelle zu bieten habe. Erstmal ein extrem langes Lagerband. Und dann jeder, der in einer Tropfsteinhöhle gewesen ist, der kennt es. Stalagniten und Stalaktiten. Stalagniten sind oben, Stalaktiten sind unten. Hier ist das Stalaktit, der durch Kalkablagerung entsteht. Und hier oben haben wir die Stalagniten. Kann man mal richtig sehen. Wie es hier, wie es runtergeht. Da haben wir die maschinelle Anlage dafür. Für die Produktion von irgendwas. Ich habe gerade so ein, dass damit Drähte hergestellt worden sind. Dass man die gesamten Eisenplatten hier reingeschoben hat, in diese Kurse, die hier durchgegangen sind, dann nach hoch. Das Manöver ist sowieso groß genug. Müsste es eigentlich schaffen, das Ganze von oben zu füllen. Dass dann diese Drähte klein gemacht wurden, die gesamten Metallplatten kleiner gemacht wurden und daraus zum Schluss Drähte entstanden sind. Da hinten kamen größere Platten rein. Decke. Und hier kamen die einzelnen kleineren Platten raus, die hauchdünnen, damit man die verarbeiten konnte. Weil wenn man sich das mal anschaut, hinten ist nämlich die Spur deutlich breiter als hier. Und hier Metallplatten, die ungefähr diese Größe, diese Breite gewesen sind. Wenn die rausgekommen sind, da hinten der große Ofen. Wow. Könnte man nach den Kühen in der Halle, die man dann sieht, die gleich zu sehen ist, das Kühlen. Und das erklärt nämlich auch, warum unter dem Gebäude fließend Wasser ist. Man hat dann das Wasser von diesem kleinen Fluss, der da ist, umgeleitet, um das Metall gleich zu kühlen. Siehst du was auf der Kamera? Ja. Okay. So ganz bisschen. So. So, und jetzt wird's spannend. Aus der Maschine, ne? Da wurde gebrannt.
Aber definitiv gebrannt. Noch eine Leiterrohre. So. Manu kommt jetzt hier auch mit hoch. Ich klettere jetzt noch eine kleine Stufe weiter höher. Das Holz hat nicht zu brechen, wenn ich es dem Holz nicht erlaube. So. Und dann brauchen wir mal wieder Licht. So, wir sehen, erstmal nichts. Wie so eine Art Rührstab zum Motor sehen wir. Wir sehen, keine Ablagerung, gar nicht. Das ist Schambott. Wie was? Schambottsteine. Genau, also im Ofen ist es definitiv. Was wir hier sehen, ist hier nochmal ein extra Fertigungsbereich für die Ware, die da erschaffen wurde. Richtig viel zeigen können wir jetzt nicht. Also ein bisschen Massenmasse davon. Auch cool. Total heiß zu Eisen. Daneben steht hier ein Haus. Ganz nah. Also das hat nicht mal 3 Meter Abstand. Höchstens vielleicht noch zu dem Werk. Was wir jetzt hier sehen, das sind Streifen von der Schreibmaschine. Das druckte nämlich alles ab, was auf das Papier kam. Und da konnte man immer noch mal zur Sicherheit nachlesen, was man geschrieben hat. So, was wir hier sehen können, ist noch ein Auto und die Staubsauger. Irgendein Horst fand es malzig, die Staubsauger so hinzustellen. Naja, gut. Es hat eine ganz riesengroße Fabrik gesehen. Also man läuft sich echt den Fußbund dabei. So, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schenkt mir noch ein Abo und so, bye bye. Ciao.